Vorgestern war das noch ein Erdhaufen. Und heute grünt's. Wir gehen jetzt zur 13. Quelle in Karlsbad und da wird seit 1807 von einem Deutschen namens Johann Becher der Bitterbecher hergestellt. Da steht's nochmal. Später wurde der Johann dann eingeslawischt und heißt bloß noch Jan Becher und das Getränk Becherowka. Und zur großen Schande ist der großartige tschechische Nationallikör itze in polnischer Hand. Der Irama, der das Kino anzünden wollte, der hatte übrigens 27 Identitäten. Das nenne ich eine Fachkraft. 27 Identitäten? Was du da alles auswendig wissen musst. 27 Namen, 27 Geburtsdaten, 27 Lebensläufe, 27 Berufe. Meine Fresse. Du musst du hochbegabt sein, musst du da. Na, vielleicht kassierte der auch Geld, nicht für sich alleine, sondern auch noch für die eine oder andere Fachkraft. Ich meine, für die eine oder andere Identität dazu. Naja, so uneigennützig und solidarisch mit den anderen Identitäten wird er wohl gewesen sein. Na, da kann man aber auch mal was verwechseln und durcheinander kommen. Stell dir vor, die eine Identität, die will gerade Feuer im Ofen machen. Die andere mit dem Benzinkanister ein bisschen Benzin im Auto füllen. Und die dritte Identität geht zufällig als Kino. Naja, das ist Abend eine ganz, ganz andere Kultur. Aber bei Kultur, in der Semperoper wurde jetzt neu Schwanensee aufgeführt. Schwanensee, Tschaikowski, wunderschönes Ballett. Und mitten während der Vorstellung geht der böse König von der Bühne, lässt die Hosen runter und macht seine Geschäfte. Voll Schwänerei. Ja, der Regisseur hat da dafür den Preis der Semperopernstiftung gekriegt. Das macht er nämlich bloß, um zu zeigen, dass er nichts von Etikette hält und dass er ein besonders spießartiger Kerl ist. Heutzutage haben die bei modernen Aufführungen im Theater und in der Oper immer schon einen Arzt für Zuschauer, der entschleicht wird, hinter der Bühne oder im Foyer sitzen. Apropos Schlachtwaren. Hier habe ich eine Anzeige, die hat jemand bei Facebook gepostet. Die muss tatsächlich in irgendeiner Zeitung gestanden haben. In meinem Wochenendseminar Therapeutische Defekation im Hochenergiewald kochen wir biologische Paellokost nach Felix Olszewskis. Danach wandern wir gemeinsam durch die Hochenergiewälder des Weserberglands und defekatieren abwechselnd oder gemeinsam in der schönen Natur. Dabei nehmen wir die Energie des Waldes bewusst in unseren Darm auf, während wir die schöne Aussicht genießen. Bitte bringen Sie bequeme Kleidung mit und Ihr bevorzugtes Toilettenpapier. Nicht gebleicht der Umwelt zuliebe. Des Weiteren bitte ich Sie, 48 Stunden vor dem Seminar keinen Mais zu essen, da dieser schlecht verdaut wird. Sonst essen die Rehe diesen. Kosten pro Wochenende und Teilnehmer 450 Euro. Also wenn die echt ist, ist es ja echt ein Schnäppchen. Die Menschheit geht zugrunde. Aber nicht am Klima, sondern an ihrer Verblödung. Und immer komplett verblöden, da gehen wir lieber in den Energiewald, das heißt hier nochmal in den Karlsbader Wald,
Und nochmal auf die Biologen, die haben eine wohlgeordnete, gut sortierte Folterkammer zum Beispiel und gucken uns ein bisschen um eurer Gegend. Na, Resen bildet. Hypermodern wie ein UFO steht da, der Bahnhof von Carlo Vivari. Der obere Bahnhof, das muss dazu sein, die haben nämlich zwei. Und das ist jetzt der historische Teil des Bahnhofs. Da fahren die Züge vom oberen Bahnhof zum unteren. Eine sehr interessante Strecke. Jetzt kommt der Radio High mit der Chesky Drahi. Und weiter geht's mit der Radio Maus. Eger Orge macht einen großen Bogen um Ellbogen. Und da sieht man auch gleich das Wappen von Ellbogen. Ein Ellbogen. Natürlich geharnischt. Goethe war 14 Mal da und das hier ist der geheimnisumwitterte Meteorit. Und hier der schreckliche Drache. Bildern und Geräuschen aus der Folterkammer schickt man euch in ein schönes Wochenende. Durch wieder Horst!